Alter. Gestern, Digga. Nicht vorzustellen. Ich habe nichts damit zu tun. Ignoriert mich. Dazu, sich so aufzuführen. Thank you.
Braucht ihr medizinische... Das war's. Kommt jederzeit wieder zu mir. Sehr beeindruckend. Wir sollten nach Einbruch der Dunkelheit die Brücken der Stadt meiden. Jüngste Unruhe zwischen Banden bewaffneter Jugendlicher haben schon Todesopfer unter unseren gläubigen Besuchern gefordert. In einigen Regionen sollten bestimmte Fahrtverkleidung und Zubehör vermieden werden. Die Minnesänger werden gebeten, die beliebte Ballade über den Hützenknaben aus Brescia nicht mehr vorzutragen. Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche, körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Ihre Mut nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu verrichten. Er möchte sich auch bei der Duchessa die Alba entschuldigen. Ezio, meine Treue zu eurer Familie brachte mich in eine prekäre Lage. Rodrigo tauscht Gefälligkeiten mit ausländischen Botschaftern aus und erwünscht Informationen, die ihn zu euch führen. Ich werde einen der Botschafter treffen. Er wird Auskünfte verlangen, die ich ihm nicht gebe. Er könnte gewalttätig werden und deshalb möchte ich, dass ihr in der Nähe seid. Heilung, alle Schäfte Gottes, die Gegend auf absehbare Zeit zu meiden. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag Festspiele in der Ebene vor San Paolo fuori le mura. Den Siegern winken die höchsten Preisgelder. Wo ist der lang gerannt? 4000 Euro für den besten Kavaliere sowie die Gunst von Donna Lucia Orsini. Behinderte Bettler werden gebeten, nicht direkt vor den Türen der Gotteshäuser von oben zu betteln. Ein neues Gesetz schreibt einen Mindestabstand von 3 Schritten vor. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von San Cirillo findet morgen statt. Bischof Cibo von Foligno gab bekannt, dass in seinem Bischofssitz ein Wunder gefeiert und untersucht wird. Während des Abendmahls, die anwesenden Gläubigen können das bezeugen, weinte die marmorne heilige Jungfrau Blut auf das Brot. Kann ich meinen Augen trauen? Vielleicht arbeite ich zu viel. Königreich Montenegro wurde von den Türken erobert.
Grazie, Ezio. Mein Vertrauen war gerechtfertigt. Ein Seminar über den Bau von modernen Brücken und Deichen. Ezio, ich bringe euch zu drei Botschaftern. Sie kommen zu einer Audienz beim Papst und werden bald ihren Schöpfer persönlich treffen. Erlaubt mir, sie für euch herauszulocken. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. Campo dei Fiori, morgen zur gewohnten Zeit. Der Stadtrat bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern, dass niemand unter das Fenster oder der Tür steht, bevor so lachen. Wenn zum Wohle unserer Kinder Stahl auf Stahl erklingt, das gefällt mir. Hans, du batest mich doch mal, eine Freundin mitzubringen. Hier habe ich eine. Wo? Wo ist sie? Warte dort. Komm. Salve, amore. Das ist ungehörig. Nicht im Vergleich zu meinen Plänen mit dir. Folge mir. Wir sehen ihn! Das alles nur. Warum? Er wird sich noch etwas brechen. Gibt es kein Asyl für Schwachköpfe wie ihn? Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Was oh, da bist du ja. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Wenn er nicht geht, gehe ich. Nein, ich kümmere mich darum.
Oh, da bist du ja. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Wenn er nicht geht, gehe ich. Nein, ich kümmere mich darum. Adio, Ezio. Macht's gut. Turnier stattfinden wird. Es winken hohe Preise für Sieger sowie ein Beutel gefüllt mit 2000 Gold. Werkzeuge für... Das bis nächstes Mal. Arrivederci, Messere. Habt ihr den Verstand verloren? Komm, seid... Ich stehe euch zur Verfügung, verehrte Kunden! Alles, was ich sage! Mm-hmm.